Geschäftsführer von XO7 und die Biografie steht hier drin, die spare ich mir jetzt gewissermaßen eigentlich. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist und dieses wichtige Thema aufgegriffen hast und viel Spaß bei dem Talk. Ja, danke für die Einladung. Ja, nochmal kurz zwei Sätze zu mir. Andreas Kaiser hat der Philipp mich schon vorgestellt. Ich persönlich und wir als Firma beschäftigen uns seit mittlerweile über 8 Jahren mit Plone. Trotzdem werden mein Gesicht noch nicht so viele kennen, weil es hier meine erste Plone-Konferenz ist. Bisher war ich immer aus verschiedenen Gründen verhindert. Entweder waren es Projekt-Deadlines oder einmal war ich im Urlaub und naja, was auch immer. Ja, wir beschäftigen uns, wie gesagt, seit über 8 Jahren mit Plone. In letzter Zeit zusätzlich viel mit Pyramid. Und dieser Talk soll gehen über Erfahrungen, die wir im Bildungssektor gesammelt haben. Überwiegend ja, in und um Plone, hauptsächlich an berufsbildenden Schulen. Es wird hier weniger um technische Details gehen, sondern mehr ein grober Überblick über Systemarchitekturen, ja, so gesagt die Vogelperspektive, wie man Plone sinnvoll einsetzen kann, wo man Plone vielleicht besser nicht einsetzen sollte. Ja, verschiedene Anwendungsfälle im Bildungssektor. Erstes und mit Sicherheit wichtigstes ist das Content-Management-System. Ja, jede Schule oder jede Bildungseinrichtung hat Inhalte zu verwalten. Das sind einerseits Lerninhalte, kann natürlich auch ganz klassisch die Homepage des Instituts sein mit Außendarstellung. Wichtig ist aber auch die Innendarstellung und die Verwaltung von Inhalten für die Lernenden, aber auch für die Lehrenden oder auch für organisatorische Entitäten in den Bildungseinrichtungen. Weiterer Anwendungsfall, Learning Management Systeme, das heißt die Steuerung von dem eigentlichen Lernprozess oder die Unterstützung der Lernprozesse an Schulen durch Lehrer, Kommunikation von Schülern untereinander, von Schülern, Lehrern, Tutoren. Die Verwaltung von Medieninhalten, also Video- und Audioinhalten. Und gegebenenfalls sogenannte Special Purpose Applications, werde ich später ein Beispiel zu nennen. Ganz wichtiger Punkt, auch zentral hier in dem Vortrag, wird sein die Authentifizierung, Autorisierung und Benutzerverwaltung. Überall, wo es viele Benutzer gibt, muss erstmal ein ordentlicher Weg gefunden werden, um die zu verwalten. Ja, und auch die Zugriffe auf verschiedene Inhalte ja, möglichst genau steuern zu können. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Ansätze, ein solches Gesamtsystem zu implementieren. Das Single-Source-System, also alles aus einer Quelle, und das sogenannte Best-of-Breed, also sprich, man nimmt für jeden Anwendungsfall die vermeintlich am besten geeignete Software und versucht das Ganze als ein Gesamtsystem zu integrieren. Ja, zuerst gehe ich auf das Single-Source-System ein, im Hinblick auf Plone. Was kann man mit Plone alles realisieren? Zu Plone als Content-Management-System brauche ich hier, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Plone als Media-Server, also Verwaltung von Video- und Audio-Inhalten. Und auch die eben genannten Learning-Management-System und Special-Purpose-Applications. Plone als Content-Management-System hat natürlich eine hervorragende bis überragende Funktionalität out of the box. Das heißt, unmittelbar nach der Installation ist die Verwaltbarkeit von Inhalten mit ziemlich genauer Zugriffssteuerung, individuell festzulegenden Workflows ja, und anderen Funktionen gegeben. Was grundsätzlich beim Betrieb oder bei, ja, doch beim Betrieb von solchen Systemen beachtet werden sollte, ist, dass man Plone im Hinblick auf spätere Upgrades nicht mit zu vielen Zusatzprodukten versehen sollte, da die das Upgrade immer schwieriger machen und sich vor allen Dingen auf Zusatzprodukte beschränken sollte, die schon seit vielen Jahren existieren, gut gewartet sind. Auch mit anderen Zusatzprodukten ist natürlich ein Upgrade möglich, macht es allerdings oftmals schwieriger und dadurch wird es auch teurer.
Und gerade im Umfeld von Schulen ist natürlich der Kostenfaktor eine ganz entscheidende Rolle. Die Budgets sind schmal und immer nur auf bestimmte Zeiträume freigegeben. Ja, Content Management, was kann das überhaupt generell heißen? Wir haben verschiedene Schulen, die ganz unterschiedliche Anforderungen an das System hatten. Zum einen war es ein Berufskolleg im Münsterland, wo die Standorte sehr weit auseinander liegen. Die beiden Schulstandorte liegen über 20 Kilometer auseinander. Und der erste Einsatzzweck war es, ein dezentrales Lehrerzimmer abzubilden. Das heißt, die Kommunikation der Lehrer zwischeneinander, das, was üblicherweise mit Fächern in einem einzelnen Lehrerzimmer geregelt wird, wo Ausdrucke in die Fächer einsortiert worden sind, ist hier komplett abgeschafft worden und durch Plone ersetzt worden. Für die verschiedenen Fachbereiche der Schulen wurden Einzelbereiche in Plone eingerichtet. Der komplette Austausch findet dort über Plone statt. Nachdem das mehrere Jahre lang gut funktioniert hat, ist die Schule auf die Idee gekommen, wir könnten das ja auch für Schüler nutzen und unsere Unterrichtsinhalte dort publizieren. Das ist dann auch gemacht worden. Das haben wir erstmal gar nicht mitgekriegt, obwohl wir jetzt das System betrieben haben. Die Schulen sind selber auf die Idee gekommen, haben Räume eingerichtet und mithilfe des Workflows für einzelne Schülergruppen einzelne Lerninhalte freigegeben. Ja, dann kam eine Anfrage, ob man das ganze System nicht um Kommunikationselemente erweitern könnte. Kommunikationselemente, haben wir zuerst gedacht, hört sich ziemlich komplex an, aber es war was ganz Einfaches, was die Schule haben wollte. Und zwar wollten die Möglichkeit haben, in einem so abgeschlossenen Bereich an alle Mitglieder, die dort Zugriff haben, Gruppenmails verschicken zu können. Ja, das ließ sich relativ einfach implementieren und so wurde das ganze Content Management um ein bisschen Kommunikation erweitert. An einer anderen Schule haben wir eine interessante Beobachtung gemacht. Und zwar sind es oftmals die nicht technikaffinen Fachbereiche, die das ganze System intensiv nutzen. In dem Beispiel war es der Fachbereichsleiter für die Schreiner, der das Ganze halt nicht aus der technischen Perspektive betrachtet hat, sondern sich überlegt hat, was kann ich mit dem System machen. Und der hat zum einen seine gesamte Fachbereichsarbeit, also Lehrerkommunikation dort, wie eben auch schon im Beispiel mit dem Lehrerzimmer eingestellt und zum anderen auch seine kompletten Lerninhalte und hat auch die Lehrer aus seinem Fachbereich verpflichtet, dass komplett, was an die Schüler ausgegeben wird, zu digitalisieren und im System abzulegen. Ja, diese Content-Management-Sachen sind halt mit Plone, so wie es nach der Installation verfügbar ist, möglicherweise mit Anpassung von Zugriffsrechten und einem individuellen Workflow schon bestens zu realisieren. Medienserver ist letztendlich auch nur ein Sonderfall von Content Management, in dem es darum geht, Multimedia-Inhalte zu verwalten. Die Anforderung kam wiederum von einer anderen Schule, die in ihrem Schulnetzwerk ein CT-Videorekordersystem betrieben haben, um damit Fernsehbeiträge aufzuzeichnen, was dann allerdings so ausgesehen hat wie zu meiner Schulzeit, dass dann halt ein Multimedia-Wagen in den Klassenraum gerollt worden ist, nur dass kein VHS-Videorekorder angeschlossen worden ist, sondern ein Laptop damit drauf stand. Also insofern nur die Art der Aufzeichnung eine andere war und nicht die Wiedergabe an sich. Die Schule wollte natürlich dann gerne diese Medieninhalte nicht nur über diesen Rollwagen verfügbar machen, sondern auch für die Schüler oder auch für die Lehrer als Archiv dauerhaft zugänglich machen. Also sprich eine Art YouTube oder Vimeo implementieren. Die Systeme kommen natürlich nicht in Frage, weil die Zugriffsberechtigungen da nicht einzeln festgelegt werden konnten oder können. Die aufgezeichneten Inhalte
die Schule in den Klassen vorführt, natürlich bestimmten Urheberrechts- bzw. Copyright-Lizenzen unterstehen und so nicht der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden können. Das System ist aktuell mit dem Plone-Zusatzprodukt Plumi implementiert, was aktuell eine sehr aktive Community hat und einen Funktionsumfang, der im Prinzip sehr ähnlich von dem von YouTube ist, nur halt, da alle Inhalte als Plone-Objekte vorliegen, entsprechend die vollständige Unterstützung für Workflows und Zugriffsbeschränkungen mit sich bringen. Ja, Plone als Learning Management System. Fragt natürlich jede Schule als nächstes nach. Wie kann ich meine Inhalte nicht nur bereitstellen, sondern aktiv den Lernprozess der Schüler steuern und vielleicht auch mit mehr Kommunikation als in dem eben genannten Beispiel erweitern. Learning Management ist sicherlich eine der Domänen, wo Plone nicht sonderlich stark ist im Vergleich zu anderen Systemen. Es gibt durchaus einige Produkte, die man als hochwertig und aktuell gepflegt bezeichnen kann. Das sind insbesondere die sogenannten Edu-Components. Wer dazu mehr erfahren möchte, der hat heute Nachmittag im Rahmen der Hochschultagung einen eigenen Vortrag zu diesem Thema. Ja, wenn weitere Funktionen implementiert werden sollen, die nicht von diesen Komponenten abgedeckt sind, also nicht von bestehenden Komponenten, geht es an Eigenentwicklungen. Eigenentwicklungen sind im Schulfeld leider etwas, wofür nie das Budget da ist. Was erstaunlich ist, insbesondere deswegen, weil es eigentlich möglich wäre, wenn sich mehrere Schulen, die eigentlich das komplett identische Anforderungsprofil haben, mal zusammentun würden und damit ihr Budget erweitern würden. Das schaffen aber merkwürdigerweise nicht mal Schulen. Wir haben einen Landkreis in unserer Umgebung, den wir alle berufsbildenden Schulen betreuen. Und nicht mal diese Schulen schaffen es untereinander, obwohl es vom Kreis gesteuert ist, einen solchen Budgettopf zu öffnen. Ja, der Single-Source-Ansatz, alles aus einer Hand, stimmt im Plone-Umfeld natürlich nur sehr bedingt. Wir sind es alle gewohnt, dass wir halt nicht nur das reine Plone-System haben, sondern, wie hier in der Grafik dargestellt, das Plone-System auf ein oder mehrere Netzwerkknoten verteilt wird, mit vorangeschaltetem Load-Balancer, Cache-System und Webserver betrieben wird. Das ist für die Plone-Community eigentlich tägliches Geschäft. Auch hierzu werde ich nicht näher auf die technischen Details eingehen, denn auch dazu gibt es heute Nachmittag, glaube ich, einen Vortrag Plone Deployment Architecture. Oder wer sich jetzt hier technische Details dazu erhofft hat, der kann auch ganz schnell noch den Saal wechseln. Es gibt nämlich auch dazu gerade einen parallelen Vortrag im Rahmen der Hochschultagung. Ja, typische Systeme sind als Webserver Nginx oder Apache Webserver, als Cache-System der Varnish Reverse Proxy, HA-Proxy als Balancer und Plone mit gegebenenfalls Zusatzkomponenten als Content-Management-System beziehungsweise um Learning-Management-Funktionalität erweitertes System. Ja, im Gegensatz dazu gibt es diesen Best-of-Breed-Ansatz. Das heißt, man versucht nicht alles mit einem System, in diesem Fall Plone, zu erschlagen, sondern überlegt sich für jeden Anwendungsfall, was ist das für diesen Anwendungsfall am besten geeignete System, um daraus ein Gesamtsystem zu komponieren.
Alles, was jetzt hier im Folgenden genannt ist, sind Beispiele, nicht unbedingt Empfehlungen, wobei wir die teilweise implementiert haben und teilweise gerade implementieren an verschiedenen Schulen. Ja, Best-of-Breed Content Management ist für uns alle Plon, sonst wären wir, glaube ich, nicht hier. Deswegen an der Stelle auch dazu keine weiteren Ausführungen. Wichtig in dem ganzen System ist, sobald ich viele Benutzer habe, brauche ich eine Benutzerverwaltung, die sich am besten halt nicht in einem der Systeme befindet, sondern die von allen Systemen aus genutzt werden kann. Benutzerverwaltung ist oftmals schon vorhanden. An einigen Schulen, wo wir es gemacht haben, war zum Beispiel die Musterlösung Baden-Württemberg installiert, die auf dem Novell eDirectory basiert. Das heißt, da sind schon alle Schüler- und Lehrerdaten in einem eDirectory vorhanden gewesen. Andere Schulen basieren halt eher auf der Microsoft-Schiene. Ja, es gibt auch freie Produkte, wenn das Ganze noch nicht existiert und implementiert werden soll und dabei keine hohen Lizenzkosten entstehen sollen, OpenLDAP oder der Directory Server. Ja, das ganze System erweitert sich um diese Authentifizierungskomponente hier unten, sodass die einzelnen Plone-Instanzen nicht mehr gegen die interne Benutzerverwaltung authentifizieren, sondern per LDAP auf, gegenüber einer externen Quelle. Hat bis zu diesem Punkt keine Vorteile, aber jetzt kommen weitere Systeme ins Spiel. Und die Authentifizierung gegen LDAP ist natürlich insoweit Standard, als dass fast jedes System gegen LDAP authentifizieren kann. Das heißt, durch die Implementierung der Benutzerverwaltung in Form eines Directory-Servers mit LDAP-Protokoll hat man sofort den Vorteil, weitere Systeme anbinden zu können und zumindest nur an der Stelle keine verschiedenen Benutzer-Accounts pflegen zu müssen. Wenn man jetzt schon nicht die Benutzer-Accounts nur an einer Stelle hat, möchte man natürlich am liebsten auch nur noch an einer Stelle die eigentliche Authentifizierung durch den Benutzer vornehmen und nicht mehr jedes System einzeln gegen LDAP authentifizieren lassen, sodass der Benutzer sich halt nur noch ein einziges Mal anmelden muss und dann direkt Zugriff auf alle Systeme mit den ihm zugewiesenen Berechtigungen hat. Ja, auch hier gibt es verschiedene Methoden für die Implementierung von Single Sign-On-Services. Eine, die wir verwendet haben, ist ein PHP-Produkt, nennt sich Simple Sammel-PHP, ein bisschen unhandlich. SAML ist die Simple Security Assertion Markup Language, ist ein XML-Dialekt, der ja, für Zugriffsberechtigungen verwendet werden kann. Was in diesem Simple Sammel-PHP eine schöne Funktionalität ist, das ist zum einen ein ID und auch ein Service Provider für Simple Sign-On, verschiedene Simple Sign-On-Protokolle. Das heißt, dieser Service Provider kann zum einen die Authentifizierung gegenüber LDAP, SQL-Datenbanken, aber auch gegen andere Single Sign-On-Protokolle fahren. Zum anderen stellt er mehrere Protokolle als ID oder Service Provider auch seinerseits bereit. Wenn man das Ganze jetzt wiederum ins System integriert, kommt die Single Sign-On-Komponente hinzu. Das heißt, wir können die Authentifizierung vom Webserver aus durchführen lassen. Der authentifiziert gegen diesen Single Sign-On-Dienst, welcher wiederum die Benutzerdaten aus dem LDAP-Directory zieht.
Da die Benutzerdaten weiterhin im LDAP vorhanden sind, können auch Systeme eingebunden werden oder nach wie vor eingebunden werden, die ihrerseits keine Unterstützung für Single-Sign-On-Protokolle haben. Oder einen Schritt weiter vorher. Der Webserver authentifiziert gegen den Single-Sign-On-Dienst und stellt dann im Falle von Plone, meistens in Form von einem HTTP-Header, den eingeloggten Benutzer für Plone zur Verfügung. Da gibt es ein Zusatzprodukt, das nennt sich Webserver-Auth. So, dass halt der Webserver die Authentifizierung übernimmt und da alle Anfragen an Plone über diesen Webserver kommen und der sozusagen als Trusted Source dient, muss Plone an sich keine aktive Authentifizierung mehr betreiben, sondern nur diesen entsprechenden HTTP-Header auslesen. Es gibt andere Web-Applikationen, die können das genauso. Es gibt auch Web-Applikationen, die können das halt nicht. Und die können dann halt ihrerseits wiederum entweder gegen den Single-Sign-On-Dienst authentifizieren oder, wenn sie auch das nicht können, gegen LDAP direkt. Dann hat man an der Stelle natürlich kein Single-Sign-On mehr, aber es gibt halt Systeme, die man vielleicht einbinden möchte, die einfach kein Single-Sign-On-Protokoll unterstützen. Und so hat man trotzdem immer noch die gleiche Benutzerbasis. Ja, ein weiterer Punkt, der an vielen Schulen nachgefragt wird, ist, wir haben ja schon eine Benutzerverwaltung. Zum Beispiel unsere Schulverwaltung, wo alle Schüler sich im Sekretariat anmelden und wo die wichtigsten Daten schon bei dieser Anmeldung erfasst werden. Und vor allen Dingen das Sekretariat halt auch die Instanz in so einer Schule ist, die garantiert richtigen Benutzerdaten vorliegen hat. Also Adressänderungen und so weiter müssen halt im Sekretariat angefragt werden. Eine solche Schulsoftware, die oft verwaltet wird, ist IBIS. Ist halt einfach ein System zur Verwaltung von Anmeldungen von Schülern. Durch den IBIS unterstützt ein Benutzerexport, zum Beispiel im CSV-Format, der wiederum genutzt werden kann, um diese Benutzerbasis ins LDAP-Verzeichnis einzulesen und in dem konkreten Fall, wo wir es implementiert haben, ist festgelegt, dass ein Benutzer bestimmte Attribute über seine Plone-Member-Seite im LDAP selber ändern kann, zum Beispiel eine aktuelle E-Mail-Adresse oder ähnliches, aber andere Daten wiederum immer über das Sekretariat laufen müssen, wie die eben genannte postalische Anschrift. Der Benutzerimport sieht dann halt so aus, dass täglich ein Export aus IBIS generiert wird und der Benutzer, so er noch nicht vorhanden ist, im LDAP-Verzeichnis angelegt wird und bei vorhandenen Benutzern werden bestimmte Attribute, so sie sich geändert haben, halt überschrieben. Ja, Best-of-Breed-Learning-Management-Systeme. Auch da gibt es viele, das soll jetzt keine Empfehlung sein, aber hier ist in dem Fall Moodle hinzugekommen. Moodle deswegen, weil das aktiv von vielen Schulen nachgefragt wird. Es ist eine PHP-basierte Software, die wohl sehr verbreitet ist. Und wie gesagt, von den Schulen oft aktiv nachgefragt wird, weil es entweder schon bekannt ist, oder halt auch Wissen vorhanden ist, das auch bei Lehrerfortbildungen oft als Kursmanagementsystem eingesetzt wird. Moodle, wie die meisten Learning-Management-Systeme, verfolgt einen sehr kurs- oder klassenzentrierten Ansatz. Das heißt, es versucht die Schulstruktur, die typische Schulstruktur so abzubilden, dass es halt immer Kurse oder Klassen gibt, wo typischerweise eine oder mehrere Lehrer vorhanden sind, gegebenenfalls Tutoren und halt eine Menge von Schülern. Wo solche Learning-Management-Systeme ihre Stärken ausspielen können, ist ganz klar bei Kommunikation und Kooperation. Das heißt, es können bestimmte Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen gebildet werden. Es stehen Kommunikationswerkzeuge wie Foren,
zur Verfügung oder Kooperationswerkzeuge wie Wikis und ähnliches. Das bringen solche Learning-Management-Systeme halt out of the box mit sich. Ja, auch wichtig ist Aufgaben- und Prüfungswerkzeuge. Ein Lehrer kann halt in so einem Learning-Management-System Aufgaben stellen. Das können Hausaufgaben sein, das können aber auch Testklausuren oder ähnliches sein, die dann der Lehrer oder halt auch Tutoren bewerten können, sodass der Schüler halt auch eine Rückmeldung vom System kriegt und nicht nur die Inhalte, die eigentlichen Lerninhalte sich besorgen kann, um sie zu konsumieren, sondern halt auch eine Interaktion mit dem System besteht. Ja, und daraus, aus der Kurs- und Klassenzentriertheit ergibt sich halt auch direkt eine Schwäche von solchen Systemen. Insbesondere bei Moodle ist das der Fall. Es gibt keine Werkzeuge zur strukturierten Verwaltung von Inhalten, sondern es ist immer kurszentriert. Das heißt, wenn ein Lehrer in einen bestimmten Inhalt in verschiedenen Klassen verwendet und sei es nur, dass er jedes Jahr mit der neuen Jahrgangsstufe dasselbe Thema bearbeitet, dann wird immer der Inhalt neu in diesen Kurs hineingestellt oder im besten Fall aus dem alten Kurs exportiert und in den neuen importiert. Das führt natürlich dazu, dass die Inhalte oft mehrfach oder vielfach redundant im System vorliegen. Ja, und das ist eine Stelle, wo Plone halt helfen könnte. Eine weitere Schwäche von Moodle spezifisch ist leider ist keine besonders sichere Software. Das heißt, ja, die muss aktiv betreut und gepatcht werden. Viele Schulen sind der Meinung, sie könnten das selber betreiben, weil es ja Lehrer gibt, die sich mit PHP auskennen. Ja, wenn man da aber nicht diese Moodle Security Advisory Mailingliste abonniert hat, dann wundern sich oftmals Lehrer, wieso die Schüler an Inhalte kommen, die eigentlich gar nicht für sie zugänglich sein sollten. Ja, es muss also aktiv gepatcht werden. Großer Nachteil vom System. Ja, der Nachteil der mehrfach redundanten Lerninhalte hat eine Schule sehr intelligent gelöst, indem die eigentlichen Lerninhalte im Plone verwaltet werden und da auch wirklich nur die Lernstrukturen abgebildet sind. Das heißt, da sind die Fachbereiche der einzelnen Schulen abgebildet. Es gibt den Fachbereich Mathematik und dann gibt es da verschiedene Unterräume, wo Inhalte für Klasse 11, 12, 13 und so weiter abgelegt sind. Und aus den einzelnen Moodle-Kursen werden jetzt diese Inhalte in Plone referenziert. Das heißt, in Moodle liegen gar keine eigentlichen Inhalte mehr, sondern nur noch Links zu diesen Inhalten. Das hat zum einen den Vorteil, dass halt diese Redundanz nicht mehr vorhanden ist. Zum anderen aber auch, dass innerhalb der Fachbereiche die einzelnen Lehrer oder die Lehrer gemeinsam an diesen Inhalten arbeiten können und die ständig weiter verbessern können. Bei dem kurszentrierten System war das vorher nicht der Fall. Da gab es dann halt eine Handvoll Mathematiklehrer an der Schule und alle haben ihre eigenen Inhalte ständig weiter gepflegt oder halt auch nicht gepflegt. Ja, und das ist dadurch sehr geschickt gelöst worden, dass jetzt halt eine Kollaboration auf der Inhalterstellungsseite, wo ja nur die Lehrer daran beteiligt sind und eben nicht die Schüler, in Plone stattfindet. Und die eigentliche Inhaltsverwaltung komplett aus dem Learning-Management-System herausgezogen worden ist. Ja, am Anfang habe ich in der Aufzählung Special-Purpose-Applications genannt. Ein System, was gerade an Berufsschulen in unserem Umfeld sehr oft eingesetzt worden ist, ist Typing Master. Das ist ein Lernprogramm fürs, ja, wie es früher hieß, Schreibmaschinen, Zehnfingerschreiben. Es gibt es in verschiedenen Versionen, einmal als Standalone-Software für, ich glaube, nur Windows-Rechner. Gibt es aber auch als Intranet und als LMS-Version. Also Typing Master hat günstige Lizenzpreise für Bildungseinrichtungen.
Die kann man auf der Webseite zwar nicht sehen, aber die geben da wirklich ziemlich gute Rabatte. Wie kann man solche Systeme einbinden? Ja, gibt es jetzt in diesem Fall, wie in vielen anderen, zwei Varianten. Typing Master LMS ist letztendlich einfach nur ein Kursinhalt, den ich in einen Moodle-Kurs importieren kann. Typing Master Intra ist eine eigene Web-Applikation, die als Java als Java-Applikation auch auf dem Server läuft. Verschiedene Varianten bedingen dann halt auch, dass es verschiedene Authentifizierungen wieder gibt. In dem Fall, wenn ich das Ganze ins Learning Management System importiere, habe ich natürlich die Authentifizierung, Autorisierung über das Learning Management System, muss in Anführungszeichen nichts weitermachen. Wenn ich das als eigenständige Applikation betreibe, dann kann Typing Master Intra gegen LDAP authentifizieren. Es unterstützt leider kein Single Sign-On, deswegen habe ich es hier auch als Beispiel gewählt. Aber wir können halt immer noch gegen das LDAP-Verzeichnis authentifizieren, sodass der Benutzer sich zwar leider mehrfach anmelden muss, aber zumindest nicht mit verschiedenen Login-Accounts durcheinander kommt. Ja, wie geht man jetzt sinnvoll vor bei der Implementierung eines solchen Gesamtsystems? Ich habe das Ganze mal aufgesplittet in Pflicht- und Kürteil. Ganz wichtig im Schulbereich ist eine Anforderungsanalyse und eine Budgetanalyse. Viele Schulen sind sich nicht darüber im Klaren, was sie überhaupt wollen. Da ist ein ausführliches Frage-Antwort-Spiel in mehreren Runden notwendig, um herauszufinden, was möchten Schulen überhaupt machen? Warum fragen die nach Moodle? Warum fragen die vielleicht auch explizit nach Plone? Möchten die Inhalte verwalten? Möchten sie den Lernprozess der Schüler unterstützen? Bei der ersten Fragerunde kommt meistens raus, ja, wollen wir alles? Aber dem spricht dann meistens das Budget, oder dagegen spricht meistens das Budget. Heißt, wir wollen alles, haben aber nur 2.500 Euro vom Förderverein zur Verfügung, um das Ganze zu implementieren. Alles auf einen Schlag an Schulen zu implementieren, ist ohnehin nicht sonderlich empfehlenswert. Weil es gibt zwar immer an jeder Schule eine Handvoll Lehrer, also meistens 1 bis 5, die sich intensiv damit auseinandersetzen, die auch wissen oder zumindest Vorstellungen haben, was man alles machen könnte, aber die ihre Kollegen dabei vergessen. Und gerade Lehrer sind oftmals abgeschreckt von zu viel Neuen auf einen Schlag. Das heißt, das ist auch aus psychologischer Sicht sinnvoll, wenn nicht sogar erforderlich, das Ganze schrittweise einzuführen, um einen möglichst großen Teil der Lehrerschaft da auch mitzunehmen. Sobald man herausgefunden hat, man möchte auf jeden Fall mehr als ein einzelnes System betreiben, ist LDAP natürlich Pflicht. Aber wir empfehlen grundsätzlich, unabhängig davon, LDAP als allererstes zu implementieren. Das heißt, eine zentrale Benutzerverwaltung zu haben, gerade weil Schulen halt, wenn sie dann mit einem System gearbeitet haben, auch an den Punkt kommen, wo sie merken, ja, es gibt vielleicht noch andere Sachen, die wir machen möchten, die von dem System jetzt nicht so gut unterstützt werden. Man sich dann auf dieses System stürzt und versucht, es da möglichst gut abzubilden, aber halt nicht perfekt. Wäre man von Anfang den Schritt einer zentralen Benutzerverwaltung gegangen, hätte man das Problem nicht. Man könnte einfach die zusätzliche Applikation ebenfalls gegen diese Benutzerverwaltung implementieren. Ja, und auf Basis dessen, je nach Anforderungsprofil, kann man halt zuerst das Content-Management-System oder zuerst das Learning-Management-System implementieren und im nächsten Schritt dann gegebenenfalls das jeweils andere System. Kür bei dem Ganzen sind sicherlich solche Special-Purpose-Applications. So Anfragen tauchen halt auf im Schulbereich immer, weil Lehrer irgendwas mitbekommen haben, da gibt es ja sowas, das möchten wir auch haben.
wenn man das Ganze jetzt auf die Spitze treibt und das Ganze halt wirklich als ein geschlossenes System präsentieren möchte und nicht nur als eine Sammlung von Systemen, die zwar vielleicht schön integriert sind, aber halt doch alle anders aussehen, anderes Navigationskonzept haben und Ähnlichem, dann kennt man aus der Plumenwelt ja das Diaso-Theming, wo es hier auch noch Vorträge zu gibt, wenn ich richtig liege. Ja, kann man auch mit mehr oder weniger Aufwand betreiben. Der weniger Aufwand wäre sicherlich, jedem System das Look and Feel des jeweiligen Bildungsträgers zu verpassen. Der Mehraufwand wäre, das Ganze so zu integrieren, dass es sich halt wirklich wie eine komplett geschlossene Anwendung gegenüber dem Benutzer präsentiert, mit vielen Funktionen. Da spricht im Schulumfeld dann meistens wieder das Budget gegen, weil dafür ist nicht genug übrig geblieben. Ja, das war es auch schon an der Stelle. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung. Wenn ich jetzt meine Bilder in Plone habe und muss ich dann bei Moodle, muss die Authentifizierung gleich laufen wie über LDAP, damit ich dann die Bilder, weil es ja als Links eingefügt ist, auch sehe zum Beispiel? Ja, die entsprechenden Inhalte in Plone müssen natürlich den Benutzern freigeschaltet sein, die aus Moodle daraus zugreifen können sollen, richtig. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, weil ich habe selber ein bisschen Erfahrung mit Schulen und CMS und Lehrereinführung und sowas. Das ist ein hartes Brot und das klingt sehr professionell, was Sie da gemacht haben oder vorgestellt haben. Und das ist nicht selbstverständlich, das ist echt eine spezielle Kundschaft für alle, für die da keine Erfahrung haben. Kann ich bestätigen. Erste Frage wäre, also ich fand auch besonders spannend die schon angesprochene Integration Moodle Plone, weil das ist das erste Mal ist, dass ich davon höre. Die Integration geht aber nicht so weit, dass Inhalte in Moodle direkt außerhalb des Links sichtbar sind. Das geht über URLs. Habe ich das richtig verstanden? Oder kann man über iFrames oder so? Das geht über URLs, das geht auch über iFrames oder Ähnliches. Also ja. Gerade in Bezug auf die Multimedia-Inhalte mit der Plugin-Komponente in Plone. Da wird ähnlich wie bei YouTube immer dieser Embed-Code dargestellt wird, ja. Wird für Plumi-Inhalte ein iFrame-Code zur Verfügung gestellt, der dann halt auch in Moodle so eingesetzt werden kann, sodass halt das Video wirklich oder das Audio in Moodle selber abgespielt wird, aber halt trotzdem aus Plone serviert wird. Und zweite Frage, außerhalb von Berufsschulen, also Gymnasien, Gesamtschulen oder so, also mehr so der normale Bildungssektor, in Anführungsstrichen, gibt es da keine Erfahrung? Weil haben wir auch jetzt eigentlich nicht so viele, nur einen einzigen Kunden. Gilt im Prinzip das Gleiche. Nur dass die Lehrerschaft, die Kommunikation mit den Lehrern ist ein bisschen anders. Die sind noch ängstlicher gegenüber solchen neuen Lernmethoden als an Berufskollegs, wo dann halt einfach aufgrund der Kommunikation mit den Unternehmen, glaube ich, schon viel Offenheit vorhanden ist, die bei so klassischen Schulen 1 bis 13 oder jetzt G12 nicht vorhanden ist. Ja, also es ist mehr eine psychologische Frage als für die Implementierung. Ja, auch von mir Komplimente. Ich setze nochmal den BWLer, den Geschäftsführerhut auf und Herausforderung sicherlich diese Kundschaft. Wir haben uns da eigentlich immer eher nur Absagen und blutige Nasen geholt, wenn wir versucht haben, mit dieser Kundschaft zu arbeiten. Und im Zweifelsfalle war es eben budgetfrei. Anders sieht es oft an Privatschulen aus. Aber eine technische Anmerkung, die wir schon haben, ist, dass wir sehr häufig sehen, was dann die Schulen später gemacht haben. Dann waren das halt eben so, ach, dann haben wir Mainstream Joomla eingesetzt und das kann ja jeder und es hat 2,50 Euro gekostet und der Kollege um die Ecke hat es gemacht. Ja. Und dann denke ich mir immer, bin ich immer wieder fassungslos, mit was dann Schüler, mit welchem niedrigen Level dann Schüler letztendlich ausgebildet werden und wie sie es gemacht werden. Wie geht's euch damit? Ist das für euch eine Konkurrenz oder sagt ihr, wir sind einfach so gut da drin? Oder?
Nee, das haben wir auch, halt wie auch im Vortrag schon angesprochen, das Argument kommt halt oft, ja, warum ist denn das so teuer und ja, hier kann ja der Lehrer XY, kennt sich mit PHP aus, wir machen jetzt Joomla oder Drupal oder was auch immer. Das sind dann unserer Erfahrung nach Schulen, da kann man mit der Diskussion schon im Vorfeld aufhören, weil da sitzen dann die falschen Menschen einfach in diesen Steuerungsgremien. Die wollen das dann ohnehin haben, was sie im Kopf haben, und die kriegt man auch nicht überzeugt. Also vergebene Liebesmühe, sage ich mal. Also einfach noch, nur um uns allen hier noch Mut zu machen, es gibt auch spannende Märkte da drin. Wir verhandeln gerade mit einer Privatschule in der Türkei. Eine Privatschule in der Türkei, das ist die Nummer 4 oder 5 auf der Rangliste von der Größe. Die haben 40.000 Schüler. Die werden im kommenden Schuljahr komplett auf E-Books umstellen. Es geht dabei um rund 1 Million E-Book-Downloads zu Schuljahresbeginn, um diese 40.000 Schüler mit Schulbüchern einzudecken. Das sind spannende Projekte, das sind spannende Märkte. Und da denke ich mir, meine Güte, worauf sind wir hier stolz in unserem föderalen Bildungssystem, wenn ich sehe, wie Länder, auf die wir als dritte Welt herabschauen, einfach viel, viel innovativer in diesen Sachen sind als wir. Ja, kann ich bestätigen. Wobei es sind natürlich hier auch einfach andere Größenordnungen von Schulen. Also wenn man hier wirklich im Schulumfeld bleibt und das Ganze nicht aufs Hochschulthema ausweitet, dann sind typische Schulen halt einfach, zumindest in Nordrhein-Westfalen, so maximal 4.000 Schüler. Und das sind halt schon wirklich riesengroße. Ich würde schon sagen, dass man deutlich unterscheidet, nur ganz kurz, zwischen dem berufsbildenden Schulwesen und allen anderen. Da macht ja bestimmt auch die Erfahrung, dass da einfach auch, allein die Budgets sind anders in dem Bereich, ne? Ja, wobei, da gibt's, haben wir auch spannende Erfahrungen gemacht, das hängt da sehr vom Schulleiter konkret ab, ob er sich wirklich auf feste Budgets festlegt oder ob er irgendwo Töpfe aufgemacht kriegt. Also ja, gut, wir haben eine Schule, die haben tatsächlich, also da ist der Schulleiter sehr clever im Auftun von solchen Budgettöpfen. Also das ist auch ein weites Feld. Also das ist schon mal 200-300% mehr Budget da. Ja, ist klar. Aber ich meine, so im Kontrast, eine kleine Grundschule hat ein Budget vielleicht von 2.000 Euro. Ja, und da müssen auch Prittstifte gekauft werden. Ja, natürlich. Habt ihr irgendwelche Anstrengungen unternommen, das Thema so ein bisschen zentraler aufzuhängen, also zu so einer übergeordneten Behörde zu gehen und denen ein Schul-CMS anzubieten? Was dann, was weiß ich, einmal so standardmäßig implementiert wird und dann immer kopiert wird für die jeweiligen Schulen? Ja, das ist das, was wir versucht haben oder was ich eben auch angesprochen habe, wo alle Berufskollegs in dem Landkreis letztendlich von der Kreisverwaltung einerseits bezahlt werden und auch andererseits ihre komplette IT-Infrastruktur gestellt kriegen. Das Problem da liegt meistens darin, dass, oder in dem konkreten Fall auch, dass sich der Kreis mehr als Technikdienstleister versteht, der überhaupt keine Ahnung hat von den Bedürfnissen der Schule. Und dass die Schulen sich untereinander so sehr als Konkurrenz betrachten, dass da keine Arbeitskreise gebildet werden. Also die einzelnen, also gerade in den Berufskollegs scheint das so sehr sich an die freie Wirtschaft anzunähern, dass sich die Berufskollegs halt als Konkurrenten betrachten einfach. Das macht die Sache schwierig. Aber das ist halt letztendlich die gleiche Frage, die man sich oder die man den meisten Leuten wenigstens einmal erläutern muss: Open Source, womit verdient man da Geld? Warum macht das überhaupt Sinn? Warum produziert ihr hier irgendwas, für das ihr kein Geld verlangt und was andere einfach so nutzen können? Das ist bei den Schulen leider noch nicht so angekommen und auch anscheinend schwierig zu vermitteln. Also in Hamburg, da ist ein dicker Sack Geld aufgemacht worden. Dann hat eine Agentur ein Schul-CMS entwickelt, also von der Pike an auf.
in PHP geschrieben. Das Ding ist natürlich Open Source, aber es gibt keine andere Agentur, die irgendwelche Dienstleistungen daran anbietet. Und also das ist jetzt nicht so prickelnd, was Sie da gemacht haben, so von Features her, aber es lässt sich wohl auch teilweise so ein bisschen zentral beschicken. Also es gibt irgendwie so Funktionalitäten, wo dann die Schulbehörde etwas in alle Systeme reinschicken kann. Mhm. Und damals sind auf uns Schulen zugekommen, die ganz gezielt da nicht mitmachen wollten. Ja. Okay, wir sind schon ein bisschen fünf Minuten über der Zeit, jetzt ist Mittagspause. Ganz herzlichen Dank, Andreas Kaiser. Du hast dir drei Badges verdient, sogar noch zusätzlich zu denen, und zwar den First-Timer, weil es seine erste Plon-Konferenz. Und das haben wir gemerkt bei der Organisation, es haben sich sehr viele Dienstleister und Entwickler angemeldet, die sonst noch nie auf einer Plon-Konferenz gewesen waren. Und genau das war auch unser Ziel, denen in Deutschland einen Markt zu bieten. Zweitens ein Speaker-Badge natürlich, weil du Redner bist, herzlichen Dank dafür. Und drittens ein Sponsor-Badge, weil XO7 auch Sponsor der Konferenz ist, das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Herzlichen Dank, schöne Mittagspause, in einer knappen Stunde geht's weiter. Danke. Danke auch.